Wenn man den Namen Diana Damrau in die Suchmaschine eintippt, dann bekommt man als ersten Resultat eine Frage. Ist Diana Damrau overhyped? Echt? Diana Damrau ist jemand, der sich nicht viel über seine Sozialnetzwerke kümmert. Und ja, die Fans, die solche Sachen auf dem Internet schreiben, die sagen, dass sie eigentlich einer der schönsten Koloraturstimmen sind von unserer Zeiten. Mm. Oh, das macht mir warm ums Herz. Nee, ich freue mich natürlich, klar. Klar, also es sind Gaben, die man in die Wiege gelegt bekommt. Eine Stimme, Musikalität, Vererbung. Und dann ist es Glück und viel Arbeit und Freude und eine Berufung. Also man muss auch als Mensch dafür, denke ich, gestrickt sein, dass man vors Publikum geht, dass man in diese Rollen eintaucht, dass man die vielen Reisen und die vielen neuen Orte und die vielen Menschen, die man immer wieder kennenlernt und auf die man trifft, manchmal auch so aufeinander trifft. Und ja, also das muss man aushalten und das muss man mögen. Aber ich bin neugierig und ich liebe meinen Beruf. Glauben Sie eigentlich, dass man heute ohne Social Media, Instagram, TikTok, die Karriere noch kriegen kann? Schwer zu sagen, weil ich denke, im Großen und Ganzen setzt sich doch Qualität durch. Und die muss man leisten. Mhm. Immer wieder und konstant. Ich denke nicht, dass es ein Künstler nötig hat, sich und sein Privatleben, seine Familie auf Social Medias zu verbreiten, weil ich kann schon mal nicht kochen, also da geht schon gar nichts. Also ich sage, Leute, ich mache für euch das und das oder so. Oder ich bin meinen Kindern Fußball. Nein, ich will meine Kinder. Entschuldigung, was geht es dir? Ich bin Opernsängerin, ich bin Künstlerin und ich bin auf der Bühne. Das ist meine Bühne. Privat ist privat und privat bin ich selber. Und ich schütze meine Kinder und ich schütze meine Familie. Und ja, ich habe Social Media Kanäle, aber ich benutze sie selber nicht. Wissen Sie, es ist mir aufgefallen, dass Sie als Studentin auch Probleme hatten mit dem Stimmbänder, dass sie Schwellungen hatten und dass sie dagegen kämpfen müssten. Einer der bekannten Operndirigenten hat gesagt, die schönsten Stimmen, die werden zuerst zerstört. Von den Lehrern? Ja, ich meine, ja, man kann sehr leicht verheizt werden. In meinem Fall war es jetzt keine falsche Gesangstechnik. Also das, was damals war, ich hatte eine Unterbauchspiegelung mit Vollnarkose und mit dem Beatmungsschlauch. Und deswegen sage ich das auch jetzt für alle jungen Sänger, wenn möglich keine Intubation. Weil man hat mir das rechte Stimmband verletzt damals, weil der Tubus rausgerissen wurde und es war halt auf einer Seite, nur auf einer Seite ein Ödem. Was lange nicht weggegangen ist, ich war bei 13 verschiedenen Ärzten und habe fast 1,5 Jahre gebraucht, um wieder gesund zu werden. Und das war eine schwere Zeit. Am Schluss war es dann auch die ganzheitliche Medizin, die mir geholfen hat, weil man festgestellt hat, dass ich Schlacken vom Narkosemittel im Körper hatte. Mit 22 ist das ja noch, also ich meine, der Körper regeneriert sich schnell, aber das war eben da und ich machte dann eine Entgiftungskur, die wirklich also frappierend war, weil es kam alles durch die Haut nach außen und dann ganz langsam mit Reedukation, Atemtechnik, Spannungsregulation im Körper wurde da, habe ich sehr viel, muss ich sagen, solche Schicksalsschläge sind ja nie umsonst und am besten ist, wenn man versucht, daraus zu lernen, ne? Und nicht zu verzweifeln und so habe ich in der Zeit sehr viel über mich, über meine Stimme, über meinen Körper, über die Atmung und so weiter kennengelernt und habe dann gewusst, mich schon in Momenten dann zu schützen, um zu wissen, das tut mir jetzt gut und das tut mir nicht gut. Ich wusste, ich kann das wieder. Und die Ärzte haben ja auch gesagt, ich meine, es ist ja nur eine Blase, Mensch, die geht ja wieder weg.
Aber man braucht Geduld. Und dann heißt es natürlich, ja, das, die Stimme klingt doch, jetzt sing doch. Ich sage, nein, wenn ich mich danach schlecht fühle, dann ist das nicht in Ordnung. Und dann gehe ich zum Arzt und dann ist das Ding wieder dicker. Also nein, ich singe erst, wenn ich gesehen habe, dass es vorbei ist. Wollen Sie Ihre ganze Karriere beim Koloraturfach bleiben? Sagen wir so, eine Karriere hat vielleicht im Großen gesehen 3 Stadien. Man ist junger Sänger, man will Repertoire fressen und man macht ein Ding am anderen. Yeah. Und dann kommt eine Zeit, wo man noch mehr macht. Dann kommen Neuproduktionen, eine nach der anderen und nochmal ein Rollendebüt und so weiter und so weiter. Und man bewegt sich schon also etwas sicherer und man wird auch gekannt und wieder engagiert. Das heißt, die Karriere ist groß am Laufen. Und dann kommt ein Moment, wo man dann sagt, okay, wie viele Jahre singe ich noch? Ist vielleicht, was gehört denn zu mir und was gehört nicht mehr zu mir? Mhm. Und dann guckt man, wo will ich hingehen? Wo denke ich, kann ich am besten was aussagen? Natürlich, ich liebe Belcanto, ich singe weiter Koloraturen. Ich brauche Musik, die Schwung hat und sich bewegt. Und vor allem brauche ich Musik, die ich liebe. Und vor allem möchte ich jetzt Positives weitergeben in dieser Zeit. Und deswegen nehme ich jetzt vielleicht doch vom dramatischen Belcanto etwas Abstand. Mhm. Also nicht mehr Crazy Angry Women in unserer Zeit, sondern ich möchte jetzt in der Zeit Dinge machen, die Herzen bewegen und die Herzen leichter werden lassen. Oder wo die Menschen dann einfach mal weinen können und sich entspannen können, um neue Kräfte zu sammeln. Und naja, so mache ich halt kleine Ausflüge in die Operette, Weihnachtslieder und mache eben Dinge, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel jetzt auch dieses Konzert. Ja. Und Bell und Belcanto. Und das Neue und das Alte, was ja gar nicht verschieden ist, miteinander zu kombinieren. Und wo mein Herz dran hängt, aber eben auch an den Menschen. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Ich finde das ganz toll, dass Sie eine Gelegenheit einem zeitgenössischen Komponisten geben, um etwas für Sie zu schreiben. Ian Bell habe ich kennengelernt kurz nach meiner Zauberflöte in Covent Garden. Also das ist schon ziemlich lange her. Yeah. Und wir sind Freunde geworden. Nicht viel später sagte er mir, dass er Musiker ist und schreibt. Also zeig mal her. Und dann habe ich mir ein paar Sachen angehört und vor allem gespürt, was er für ein Mensch ist, wie er denkt, wie er fühlt. Und dann sagte ich zu ihm, dann schreib mir doch einen Liederzyklus. Mhm. Und das hat er dann auch, aber sowas von unglaublich atmosphärisch gekennzeichnet und gemacht, dass ich sagte, ich will mehr. Und so kam mehr. Und dann habe ich gesagt, und jetzt will ich eine Oper. Und die haben wir dann auch gemacht, A Harlot's Progress. Und von dieser Oper werden Sie auch etwas aufführen auf diesem Konzert in Prag heute? Jawohl, die Wahnsinnsszene aus der Harlot's Progress. Mhm. Ja, und dann noch ein Stück, was ich von ihm gesehen habe in London bei der Uraufführung, Jack the Ripper. Aha. Da ist auch eine Arie, die mich damals... die mich sofort angesprochen hat und gesagt, Ian, ich will die singen. Eigentlich ist für mich der Koloraturfach etwas Besonderes, neben allen anderen Fächern. Ist das immer ein bisschen Akrobatie? Wissen Sie, etwas, was sich näht der Tänzerin, zum Beispiel der Balletttänzerin, weil man muss ja mit der Geschwindigkeit arbeiten und solche Sachen. Wie arbeiten Sie mit dem Dirigenten? Kommunizieren. Ja, also ich meine, natürlich so, wie Sie es auch sagen, es ist nicht nur das Koloraturfach so. Es ist jeder Sänger so. Weil wir sind
einzigartige Instrumente. Natürlich wissen wir, okay, dieser Stimmtyp braucht mehr Bewegung, braucht mehr fließenden Atmung, braucht mehr Richtung. Eine Wagner-Stimme braucht mehr Expansion. Yeah. Eine Koloraturstimme braucht mehr Kanalisation und Speed. Schwung. Und Schwung, genau. Und natürlich, und dann kommt die tägliche Verfassung dazu. Und aber deswegen gibt es ja Maestri, die ihr Fach gelernt haben und die stehen unten im Orchestergraben und die spüren das. Manche auch nicht, aber ja, weil klar, wir sind alle Menschen und es gibt immer sehr, sehr viel und es ist immer, jeder Abend ist eine kleine Geburt. Aber ja, und das ich muss dann halt sagen, wenn ich merke, dieser Dirigent, er würde gern unten eine Sinfonie veranstalten, und auch wenn es natürlich die Musik hergibt. Ja. Aber zum Beispiel, es gibt Rollen, die jetzt ein Koloratursopran singen kann oder ein lyrischer Sopran mit Koloraturen. Ja. Die sind aber ganz anders. Die haben einen ganz anderen Passaggio. Sie haben eine ganz andere, teilweise eine andere Technik oder eine andere Art, Töne anzusetzen und fortzuführen. Und brauchen mehr oder weniger Zeit. Und ja, und dann muss ich halt demjenigen sagen, hallo, ich bin von der schnellen Sorte, wir müssen hier zusammenkommen. Aber im Grunde, meistens braucht man gar nichts zu sagen. Und das ist das Beste. Ja, man muss nur sich schützen und bei sich bleiben. Und diesen Fehler habe ich auch gemacht, dass ich manchmal auch meinem Wunsch nachgegeben habe, ich würde doch gern noch ein bisschen lyrischer sein. Aber die Rechnung bekommt man früher oder später. Und dann denkt man so, okay, nein, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Vor allem bleib bei deiner Stimme. Und da muss man sich manchmal verteidigen, auch wenn es schwerfällt. Danke. Bitte.